wunderschönen guten Abend an alle, die heute da sind. Ich freue mich, dass Sie auch so zahlreich zugeschaltet sind. Ich glaube, ein Jahr nach dem Beginn dieser Pandemie haben sich viele schon daran gewöhnt, dass wir auch online uns gegenseitig sehen und zuschalten können. Was für mich persönlich eine positive Sache, wenn man positive Sachen an dieser Pandemie finden kann, ist, dass wir uns hier weitestgehend doch weiterentwickelt haben im Laufe dieses Jahres, was wir eigentlich schon hätten viele Jahre zuvor machen sollen und können und müssen. Aber so ist es nun. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass diese Veranstaltungen nicht mehr so laufen, dass da so zwei, drei Menschen ein Gerät haben und dann zuschalten, sondern mittlerweile Hunderte dabei sind. Herr Tschentscher, ich grüße Sie. Guten Abend. Wir wollen heute überhaupt nicht über gestern reden. Wir wollen auch nicht darüber reden, was in den nächsten Tagen kommt. Darüber wird an anderer Stelle genug gesprochen. Unser Fokus ist heute auf unsere Stadt und auf die Zukunft unserer Stadt und was wir aus den Erfahrungen des letzten Jahres mitnehmen. Ich möchte auch noch mal wirklich ganz doll darauf hinweisen an alle, die uns jetzt zugeschaltet sind. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen sehr viel darüber diskutieren, wo es jetzt zu einem Lockdown kommt oder nicht kommt oder was die Ministerpräsidentenkonferenz gemacht hat, wer dort jetzt für was verantwortlich ist und warum man das eine gut oder schlecht findet. Das werden Sie auf ganz, ganz vielen Fernsehsendern im Laufe der nächsten Tage sehen. Wir möchten die Gelegenheit nutzen, einmal in die Zukunft zu blicken. Und Herr Tschentscher, wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, diese Pandemie wird ja irgendwann vorbei sein. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Was sehen Sie für unsere Stadt, für eine Entwicklung, wenn wir jetzt von der aktuellen Lage mal ausgehen? Ich hoffe, dass die Pandemie bald überwunden ist, in dem Sinne, dass sie uns nicht ständig in unseren Freiheiten beschränkt und unser Leben so stark beeinträchtigt wie derzeit. Ich hoffe auf den Sommer. Die Impffortschritte sind jetzt groß. Es werden viele Impfstofflieferungen in dem nächsten Quartal kommen und dann wird das alles auch umgesetzt. Also wir sind auf einem guten Kurs, auch wenn wir jetzt die nächsten Wochen noch mal in einer sehr schwierigen Phase sind. Nach der Pandemie werden die Erfahrungen bleiben, die wir in dieser Krise gemacht haben. Und das sind ja zwei wesentliche Dinge. Das eine hat Herr Abdullahi schon angesprochen. Wir haben notgedrungen den Einstieg und den Vortrieb in der Digitalisierung mitgemacht. Vieles, was vor Corona wichtig war in der Digitalisierung, ist uns in dieser Krise ganz besonders bewusst geworden. Wir haben im Schulbereich unglaublich viel vorangebracht in diesem Jahr. Und das alles wird natürlich weiter nutzbar sein. Wir werden wahrscheinlich in unserem praktischen Leben bestimmte Techniken, die wir jetzt genutzt haben, auch einfach beibehalten. Also mir wird es so gehen, dass ich viel Konferenzen nicht als echte Sitzung, sondern möglicherweise als Videokonferenz weitermache, weil es bestimmte Vorteile hat, auf diesem Wege miteinander sich auszutauschen. Wir haben aber auch gelernt, dass das klassische sich begegnen eine eigene Qualität hat. Wir schätzen wahrscheinlich viel mehr als früher, dass es eben auch möglich ist, in einem Kreis zusammenzukommen, wo man mal ein Randgespräch führt, wo man sich vor und nach einer Sitzung kurz austauscht über Dinge. Das heißt, zwei Effekte gleichzeitig. Die Erfahrung, dass man auch auf Abstand Dinge machen kann, Besprechungen. Man muss nicht Dienstreisen in alle Welt machen, wenn man über Videokonferenzen miteinander Kontakt tritt. Man kann vieles über Homeoffice und mobiles Arbeiten abbilden. Das wird bleiben, weil viele Erfahrungen auch positiv sind. Ich habe aus vielen Unternehmen gehört, dass sie sagen, sie werden in diesem Homeoffice-Modus bleiben. Viele Beschäftigte sind sehr zufrieden. Es gibt natürlich Themen, die dann auch gelöst werden müssen, aber das wird bleiben. Und das wird unsere Stadt insgesamt verändern, denn das Prinzip Stay at Home, dass wir Homeoffice machen, dass wir ein Stück weit in der Lage sind, unsere Wohnung nicht nur als, sagen wir mal, Schlafstandort und Ort zu haben, wo man ist, wenn man nicht beruflich unterwegs ist, sondern das wird eine stärkere Verzahnung, glaube ich, auch in Zukunft geben, über Wohnen und Arbeiten. Wenn man aber mehr in seinem Stadtteil, in seiner Wohnung verbringt, dann werden die Stadtteile wieder eine größere Bedeutung als Lebensmittelpunkt bekommen. Und das muss alles kein Nachteil sein. Wahrscheinlich werden wir viel besser Leben, Arbeiten, Freizeit zusammenbringen können in der Stadtentwicklung und werden weniger Verkehr haben. Denn das, was wir derzeit ja notgedrungen machen, weniger unterwegs sein, hat natürlich Vorteile. Erstens, weil die Verkehrsthemen leichter werden, wenn ich jeden Tag ins Büro fährt, vielleicht nur jeden zweiten, jeden dritten Tag.
wenn Pendelverkehre aus dem Umland, also diese ganzen Ein- und Auspendler, nicht jeden Tag ins Büro in die Stadt kommen, sondern vielleicht nur ein-, zweimal die Woche, dann werden wir weniger Verkehr haben. Damit ist es natürlich auch ökologisch besser. Wir haben eine andere Infrastruktur, die wir anders nutzen können. Es wird diese Rush-Hour vielleicht nicht mehr geben, die immer zwischen 7 und 9 alle zu Bürozeiten unterwegs sein lässt. Und deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir einmal bei all dem, Elend und all den Belastungen, die diese Krise jetzt mit sich bringt, wir werden vielleicht in der Rückschau sagen, an bestimmten Stellen hat uns die Corona-Krise richtig einen Schubs nach vorne gegeben. Und wir sollten jetzt bei all dem Negativen, die das mit sich bringt, auch diese positiven Impulse aus der Corona-Krise erkennen. Also ich will jetzt nichts rosa malen, aber so eine Krise hat auch Erkenntnisse, die nützlich sind. Und deswegen glaube ich, wird es sowohl unser Leben wie auch unsere Stadt auf Dauer verändern. So, Herr Tschentscher, ich komme aus einer Hotelierfamilie, und was meine Eltern sich überhaupt nicht wünschen und was die Gastronomen sich auch nicht wünschen, ist, dass sich weniger Menschen miteinander zu Geschäftsterminen treffen. Ich habe das in letzter Zeit auch von meiner privaten Seite her sehr genossen, dass ich nicht für einen 5-Minuten-Termin nach München fliegen muss, um mich dort mit Menschen zu treffen. Aber dann denke ich mir auch auf der anderen Seite, was passiert mit all den Orten, die darauf angewiesen sind, dass Menschen dorthin kommen. Ich reise nicht mehr so viel, ich esse nicht mehr so viel, ich unternehme nicht mehr so viel. All das, was ich geschäftlich gemacht habe. Auf der einen Seite hört sich das ganz toll an, dass wir den Planeten entlasten, dass wir den Straßenverkehr entlasten und dass wir mehr Zeit für uns haben. Aber auf der anderen Seite sehe ich viele Gastronomen, viele Hotelbetriebe, Kioske, Zeitungsverkäufer, all die Menschen, die darauf angewiesen sind, dass wir bei ihnen vorbeischauen und was kaufen, weil wir unterwegs sind. Wie verändern wir diese wirtschaftliche Situation dieser Menschen im Laufe, ich würde mal sagen, dieses ganzen Jahrzehnts, das jetzt vor uns steht? Also ich denke, dass es zwei Bereiche gibt. Vieles von dem, was wir jetzt vermissen, werden wir nach Corona ganz besonders gerne wieder in Anspruch nehmen. Also ich warte schon darauf, wann ich wieder zu unserem Griechen essen gehen kann. Ich glaube, wir werden den Wert der Geselligkeit und des Zusammentreffens von Menschen werden wir so hoch jetzt auch einschätzen, dass vieles zurückkommen wird. Aber also auch zum Beispiel was weiß ich, der Weg zur Arbeit, am Zeitungskiosk die Zeitung mitnehmen. Das hat ja etwas ganz anderes, als wenn man immer nur zu Hause am Schreibtisch sitzt und dann im Internet noch ein PDF-Dokument runterlädt, um Zeitung mal so ein bisschen wie normal zu lesen. Das heißt, das wird zurückkommen. Aber natürlich im Business-Bereich, also die professionellen Übernachtungen, das trifft ganz besonders stark übrigens die Luftfahrt. Also die zivile Luftfahrt wird eine längere Zeit haben, in der die Businesskunden nicht mehr so zurückkommen, wie es vor der Krise war. Das ist auch richtig zu spüren jetzt bei Airbus, sicher auch bei Boeing. Ich kenne halt die Situation bei Airbus. Dort weiß man, dass die Airlines von ihrem Businesskundenanteil nicht so viel zurückerwarten, wie es vor der Krise gab. Und das hat, wie Michael Abdullahi gerade gesagt hat, hat natürlich Vorteile, wenn wir über Klimaschutz und Energie und CO2-Emissionen reden, ist es gut, dass wir weniger reisen. Aber es ist natürlich für bestimmte Branchen ein Stück des Umsatzes, der nicht sofort wieder da ist. Im touristischen Bereich, glaube ich, gibt es einen sehr großen Nachholeffekt. Die Leute sind jetzt schon sehr ungeduldig. Sie wollen wieder unterwegs sein. Und deswegen hoffe ich, dass die, die davon betroffen sind, weil sie eben Gastronomen sind, weil sie Hoteliers sind, die haben ja wirklich die, also im Grunde ist die Gastronomie und das Hotelgewerbe, die sind in der schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg über dieses Corona-Jahr. Ich hoffe, dass dort viel an Erholung wieder einsetzt. Ich glaube, man muss in einigen Branchen auch, sagen wir mal, einen Strukturwandel machen. Man muss eben sich ein Stück weit dann vielleicht auch neues Geschäftsmodell oder das Geschäftsmodell nachjustieren. Es ist wie im Einzelhandel in der Innenstadt. Der hatte vorher schon Probleme. Jetzt kommt der Onlinehandel nochmal verschärft dazu. Und jetzt muss man wirklich den Ruck hinbekommen. Die Innenstadt, wir müssen sie gemeinsam attraktiver machen. Wir wollen den Einzelhandel wirklich nicht alleine lassen mit diesen Aufgaben. Aber alle müssen mitziehen. Und da müssen auch Geschäftsmodelle jetzt entwickelt werden, die ein Stück weit diese neue Realität, diese neue Normalität der Digitalisierung einfach mit einpreist.
Nun haben wir ein kleines Bundesland, einen Stadtstaat, den wir gut überblicken können. Und wenn wir jetzt mal am Beispiel von Hamburg bleiben, wir kennen alle unsere Mönckebergstraße, wir kennen unsere Spitalerstraße, wir kennen unsere eigene Innenstadt. Was werden wir konkret im Laufe der nächsten Jahre tun? Was haben wir aus der Corona-Krise gelernt? Und wie wird der Staat diese Menschen dort unterstützen? Auf der einen Seite ist es immer recht einfach zu sagen, wir verändern das, man muss sich anpassen, man muss sich neu orientieren. Auf der anderen Seite sehe ich dort einfach Leute, die nicht so genau wissen, wie sie das alles machen sollen. Und da braucht man immer Hilfe von Menschen, die einen inspirieren und die einen auch mit Gesetzesvorlagen, mit Unterstützung vom Staat und so weiter in die richtige Richtung weisen. Was sind dort die Pläne, die Sie für die Stadt haben, wenn wir jetzt mal über unsere Innenstadt reden? Die Innenstadt hat, wie gesagt, schon vor Corona das Problem gehabt, dass natürlich dezentrale Einkaufszentren auch ihre Attraktivität haben, dass die Menschen auch nicht nur in der City einkaufen. Sie haben bisher noch den Vorteil, dass es halt das Zentrum ist. Man kommt ja leichter mal, wenn man unterwegs ist, am Hauptbahnhof und kann dann eben zur Mönckebergstraße, also durch weniger normalen Berufsverkehr, kommt auch ein bisschen weniger dann an Frequenz in der City. Aber ein wesentlicher Punkt ist die Frage, wie wir die City zu einem besonderen Erlebnis weiterhin werden lassen. Also es ist ja so, man kommt dann nicht nur zum Shoppen, sondern man möchte auch im Café sitzen und es braucht eine neue Attraktivität in der Innenstadt. Und da gibt es einerseits jetzt nachteilige Effekte, wenn große Kaufhäuser einfach aufgeben, weil es sich für sie nicht mehr lohnt, dann entsteht etwas, was erst einmal negativ ist. Leerstände machen Innenstädte öde und unattraktiv. Wenn es aber gelingt, diesen Leerstand neu zu füllen, also einen neuen Mix an Einzelhandel, an Gastronomie, an Freizeitmöglichkeiten, vielleicht auch kombiniert mit Dingen, die wir bisher in der City nicht haben. Wir haben eben wenig, sagen wir mal, Kultur, Freizeitangebote, sowas wie ein Museumsangebot. Warum soll nicht, wenn wir einen neuen Standort suchen für das CENAC, also dieses neue Institut für Biodiversität, wir müssen als Stadt überlegen, ob wir bestimmte öffentliche und attraktive Nutzung in die Innenstadt packen. Das ist das eine. Wir müssen als Stadt etwas tun. Das zweite ist, dass die Einzelhändler selber natürlich auch aus eigenem Interesse kreativ sein müssen. Wir müssen uns zusammentun. Ich bin vor kurzem gewesen bei einem Familienunternehmen, das bei uns in der Nähe des Rathauses seit Generationen ein Bekleidungsgeschäft betreibt. Das sind, also aus meiner Sicht war das eine junge Geschäftsführerin, die das in so und so viel der Generationen macht. Die überlegen sich schon, wie kriege ich das Einkaufserlebnis kombiniert mit etwas, was mir Lebensqualität gibt. Also dieses klassische, auch so eine Art Kaffeeshop-Angebot mit zu integrieren, das ist etwas, was die Gewerbetreibenden leisten können. Und wir müssen ran an die Immobilieneigentümer und Grundeigentümer. Wir haben Mieten in der Mieten in der City, die einfach eine unglaubliche Belastung sind. Gerade wenn jetzt der Umsatz wegbricht und dann laufen der Monat für Monat die Mietrechnungen auf. Das ist etwas, was man wirklich auch mit den Immobilien- und Grundeigentümern besprechen muss. Wir können nicht immer höhere Preise verlangen in der City und uns dann wundern, dass den Einzelhandelsläden irgendwann die Luft ausgeht. Also unser Konzept besteht darin, dass die Stadt, der Einzelhandel, der Einzelhandelsverband, aber eben auch die Grundeigentümer an einen Tisch kommen und sagen, wir haben alle gemeinsam etwas davon, wenn die City wieder eine neue Attraktivität, vielleicht auch eine neue Qualität bekommt. Und das ist unser Konzept einer lebenswerten und attraktiven Innenstadt, die wir begleiten als Stadt mit natürlich Investitionen in den öffentlichen Raum. Wir wollen, dass der Jungfernstieg nicht nur von Autos befreit ist, sondern dass er eben auch ein Raum ist, in dem man gerne unterwegs ist, im Café sitzt, damit es wirklich auch ein Motiv gibt, zu sagen, ich finde meinen Weg jetzt in die Innenstadt, dort kann ich mich treffen mit jemandem, ich kann im Café sitzen, ich habe vielleicht eine Idee, ich weiß nicht, was in Zukunft eine Filiale der öffentlichen Bücher halten, die eine digitale Institution geworden ist, zu besuchen. Und deswegen glaube ich, kriegt man das gemeinsam hin. Ich gebe das Zentrum unserer Stadt nicht auf. Ich bin überzeugt, es wird eine Visitenkarte Hamburgs bleiben. Hamburg ist zu schön im Zentrum und zu attraktiv, als dass das nicht gelingen kann. Und da müssen wir nur eben jetzt aus den gewohnten Pfaden und ein Stück weit auch aus diesem Schema raus. Ach Mensch, der Umsatz sinkt, das ist jetzt irgendwie ein Problem.
bitte helft mir, macht statt irgendetwas, dass die Kunden weiterhin kommen. Es muss schon ein Wechselspiel sein. Und das gelingt. Wir haben einen Prozess aufgesetzt, attraktive Innenstadt, der Einzelhandelsverband, es gibt eine Initiative der Gewerbetreibenden in der Innenstadt. Wir gehen da schon gemeinsam voran, denn es gibt nach wie vor, es wird so sein, dass der Onlinehandel ein Konkurrenzfaktor ist. Es wird weiterhin Einkaufszentren geben, die auch nicht schlafen, die sich auch weiterentwickeln. Und da wird jetzt die Innenstadt, ich hoffe, das Umfeld des Rathauses wird attraktiv sein, denn das ist auch für Gäste außerhalb Hamburgs immer schön, hier an die Alster, an die Binnenalster zu kommen und zu sehen, wie stark, stolz, aber eben auch wie attraktiv das Zentrum Hamburgs ist. Wir haben eben kurz das Thema Mobilität angerissen. Es hat sich jetzt alleine im letzten Jahr schon sehr viel verändert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so sehr an das Moja gewöhne, dass ich es so doll vermisse, dass es jetzt aktuell nicht da ist, weil es einfach sehr, sehr viele Wege für mich erleichtert hat und ich irgendwann beschlossen habe, nicht das zu machen, was mein Vater gemacht hat, nämlich sich sofort ein Auto zu kaufen, sondern zu sagen, ich persönlich brauche kein Auto für all das, was ich mache. Nun haben wir in Hamburg sehr viele Angebote, die sich laufend verändern, die sich laufend erweitern. Aber es gibt auch auf der anderen Seite wie immer sehr viel Unmut. Der eine sagt, ich möchte den Jungfernstieg zu einer reinen Fußgängerzone haben und der andere sagt, wenn ich mit dem Auto nicht mehr dorthin fahren kann, wird die Innenstadt sterben. Nun haben wir in der Steinstraße schon die ersten Veränderungen. Die Busse kommen aus der Mönckebergstraße raus. Es wird aktiv gebaut. Man kann das erleben, wenn man durchfährt. Was sind die Pläne der Stadt? Wie wird unsere Stadt in 5 Jahren mobilitätstechnisch ausschauen, Herr Tschentscher? Wir setzen ja auf die Alternativen zum Auto. Indem wir Moja, indem wir mehr Busangebote, sogar autonome Busse sollen ja in Zukunft durch Hamburg fahren, also so wie jetzt in der Hafen City, indem wir vernetzen, und zwar auch digital vernetzen, die unterschiedlichen Verkehrsangebote, U-Bahn, S-Bahn, Bus, wie wir das nennen, Carsharing-Angebote, Ridesharing. Moja ist ja ein Konzept, das professionell betrieben wird. Wir haben in bestimmten Stadtteilen eigene Ausgründungen der Hochbahn, die etwas Ähnliches wie Moja machen, aber im Grunde die letzte Meile abdecken. Also der Weg von der Haustür bis zur nächsten Uhr der S-Bahn-Station wird abgedeckt durch ein System, bei dem wir Yoki genannt, über eine App sagen, ich will jetzt los und die letzten 2-3 Kilometer bis zur U-Bahn-Station oder von dort nach Hause sollen dann abgedeckt werden durch ein komfortables System. Durch diese Vernetzung und vor allem auch die Digitalisierung im Verkehrssektor kann das einfach bequem sein. Also ich stelle mir vor, man surft in Zukunft sozusagen von A nach B. Man geht zu Hause los, hat es aber nicht weit zur nächsten Bushaltestelle oder eben zur nächsten, kann auch eine Stadtratstation sein. Und es ist alles so miteinander vernetzt. Das Smartphone ist die Fahrkarte sozusagen. Es wird auch in den einzelnen Systemen sozusagen das Ticketing mit abgebildet, sodass ich mir in 10 Jahren eine Stadt vorstelle, wo man innerhalb von 5 Minuten ein Angebot des öffentlichen Nahverkehrs überall in der Stadt erreicht. Es ist komfortabel, die jungen Leute haben das Statussymbol Auto nicht mehr vor Augen. Also als ich 18 wurde, war das Erste, was man sich gewünscht hat, ein Führerschein. Und also der große Lebenserfolg zum Erwachsenwerden ist das eigene Auto. So. Dieser Statussymbolgedanke ist gar nicht mehr da. Also die heutigen jungen Leute, die wollen einfach komfortabel, sicher, pünktlich ankommen. Auch spätabends und frühmorgens soll das alles möglich sein. Und deswegen ist unsere Idee, die Stadt mobiler zu machen, dabei so viele Alternativen zum Auto zu schaffen, dass es auch nicht mehr nötig ist. Und dann erleben wir, und das ist auch wirklich aus empirisch belegt, dann lassen die Leute das Auto stehen. Den Autoverkehr, den wir noch haben, können wir dann abwickeln, auch mit E-Mobilität klimafreundlich machen. Und dadurch wird unsere Stadt insgesamt mobiler, aber auch attraktiver. Das ist das Konzept. Dafür müssen wir viel Verkehr unter die Erde verlagern. Wir müssen also Last rausnehmen aus dem Straßenraum. Deswegen bauen wir U-Bahnen. Denn U- und S-Bahn sind der leistungsfähigste Verkehrsträger in solchen verdichteten Metropolen. Wir bekommen also Platz im oberirdischen Raum für den Radverkehr, der ja eine riesen Bedeutung hat in einer Mobilitätsstadt der Zukunft, weil jeder Weg, den wir einfach auch mit dem Fahrrad zurücklegen,
nicht nur klimaneutral ist, sondern auch Straßenraum freigibt für alle anderen. Insofern ist das wirklich etwas, was wir als Mobilitätswende durch eine eigene Behörde jetzt, wir haben eine eigene Behörde, wir haben sie nicht klassisch für Verkehr genannt, sondern für Verkehr und Mobilitätswende, damit wir professionell als Stadt daran arbeiten, Verkehrsangebote zu schaffen, moderne Vernetzung zu machen. Und ich glaube, ein moderner, innovationsfreudiger Hanseat und Hanseatin nehmen das auch gerne an. Ich bekomme immer wieder die Rückmeldung, wenn ich irgendwo in einem Stadtteil sowas berichte, dass auch die älteren Leute sagen, ja super, Herr Bürgermeister, wann ist es soweit? Wann kann ich das in Anspruch nehmen? Warum ist es nur in Altona mit Joki? Das heißt, wir sind gar nicht so, wie soll ich sagen, auch die ältere Generation ist gar nicht so, wie man manchmal sagt, so die Leute wollen alle nicht aus dem Auto. Das stimmt gar nicht. Wir sind eine innovationsbereite Stadt, aber das öffentliche Nahverkehrssystem muss leistungsfähiger werden. Wir müssen die S-Bahn digitalisieren. Wir wollen mit der U5 die modernste autonome U-Bahn der Welt sozusagen hier nach Hamburg holen. Und dann wird das Nahverkehrssystem sehr, sehr leistungsfähig und komfortabel. Und ich sage noch einmal, das 5-Minuten-Konzept bedeutet, ich muss nie länger als 5 Minuten auf irgendetwas warten. Das ist ein riesen Fortschritt, aber es gelingt eben nur, wenn wir eben wirklich auch kleinräumige Lösungsansätze finden. Zum Schluss können wir nicht die großen HVV-Busse bis in den letzten Winkel der Stadt fahren lassen, sondern wir müssen zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Orten auf diese neuen Mobilitätsangebote, Moja, Joki und vergleichbare Konzepte dann setzen. Es sind eigentlich immer die gleichen Fragen, die ich seit vielen Jahren stelle. Und bei einigen Sachen tut sich was, bei einigen Sachen tut sich weniger. Ich habe mir jetzt in Hoffnung auf ein sehr schnelles und sehr gutes Internet ein neues Handy gekauft, um das 5G-Netz, was ausgebaut wird, zu erleben. Ich bin froh, wenn ich 4G habe, weil das 5G-Netz funktioniert in der Form eigentlich überhaupt gar nicht. Und ich hatte heute eine sehr interessante Erfahrung hier bei uns im Büro. Ich habe 2 meiner Mitarbeiter reingebeten zu mir und habe gesagt, ihr werdet jetzt Zeuge etwas sehr Historischem, was ihr als unter 30-Jährige nicht mehr kennt. Ich werde jetzt ein Fax verschicken, weil ich an eine Behörde ein Fax verschicken musste, weil die von mir ein Fax haben wollten. Und dann standen die hier staunend neben mir und guckten sich das an, was ich da gerade mache und was diese Geräusche aus diesem Gerät sind. Ich weiß, dass Sie nicht für die Infrastruktur und für das 5G-Netz verantwortlich sind, aber auf der anderen Seite können Sie natürlich sehr viel dafür machen, dass das in einer ganz anderen Art und Weise ausgebaut wird, insbesondere wenn wir über Schulen und Behörden reden. Herr Bürgermeister, wie kann das sein, dass wir sagen, wir möchten die modernste autonome U-Bahn der Welt fahren, verschicken aber noch viele Dinge mit einem Faxgerät? Wann wird sich das ändern? Wann sind wir so weit, dass wir, es reicht mir in Hamburg erstmal aus, so sind, wie viele unserer Nachbarn es schon lange sind. All die jetzt zuhören und zuschauen, müssen tapfer sein. Wir sind zwar weit zurück hinter dem, was im normalen Leben in der Wirtschaft üblich ist mit Digitalisierung, aber halten Sie sich fest, Hamburg bekommt einen Preis nach dem anderen für die smarteste Stadt. Ich sage nicht, weil wir so super sind, sondern weil alle anderen noch weiter zurück sind. Der öffentliche Sektor, ja, es ist leider so, der öffentliche Sektor ist gehandicapt. Wenn wir ein Verfahren digitalisieren, dann können wir nicht wie ein Unternehmen sagen, wir setzen mal auf 40% unserer Zielgruppe. Wir müssen perfekt sein. Wenn wir ein Angebot machen, will es jeder in Anspruch nehmen können. Und wir können nicht sagen, wir haben ein super digitales Angebot, aber weil du leider nicht in Deutschland geboren bist, in Großbritannien verheiratet warst und das Kind hier geboren ist, kannst du jetzt das Kindergeld nicht digital beantragen. Das wäre diskriminierend. Wir brauchen immer diese 100%-Lösung und deswegen ist es so schwer, unter Datenschutzgesichtspunkten und mit all den technischen Anforderungen voranzukommen. Aber wir haben Monat für Monat mehr Verwaltungsverfahren digitalisiert. Wir wollen in Zukunft alles über das Internet in Anspruch nehmen. Und wenn Sie mal Gelegenheit haben, gucken Sie sich mal jetzt schon an, was wir in unserem Hamburg-Portal alles an Dienstleistungen komplett online anbieten. Sie können sich registrieren, Sie können elektronisch bezahlen. Wir haben ganz viele Dienstleistungen, wo man nicht mehr ins Amt muss. Und wir haben ein eigenes Amt für Digitalisierung, das mit vielen IT-Kräften daran arbeitet, dass wir wirklich jedes Jahr mehr Dienstleistungen online anbieten. Dazu gehört aber auch eine Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen Glasfasernetzausbau in Hamburg. Auch übrigens ein 5G-Netz landet am Ende im Boden.
in Glasfasernetzen, die leistungsfähig sein müssen. Und deswegen kümmern wir uns gemeinsam mit den Telekommunikationsunternehmen um das sogenannte Breitbandnetz. Es muss ein Glasfasernetz werden, weil die Anforderungen zur Datenübertragung in der Zukunft so groß sind, dass wir mit dem Kupferkabel nicht mehr zurechtkommen. Das ist der Weg. Und wenn ich einmal was zu den Schulen sagen darf. Wir jammern jetzt alle, wo sind denn bloß die Schulen mit der Digitalisierung geblieben? Wir haben alle Hamburger staatlichen Schulen am Glasfasernetz. Erkundigen sich in anderen Bundesländern, wo das der Fall ist. Wir haben alle weiterführenden Schulen, also Gymnasien, Stadtteilschulen, mit Gigabit-Geschwindigkeit am Netz. Wir haben alle Grundschulen bei 500 Mbit. Das ist zu 100% ausgerollt. Wir werden jetzt, wir haben, das ist aber so, das ist wie zu Hause, nicht? Wenn man nie was versucht, geht auch nie was schief. Jetzt waren wir unter Last in der Corona-Krise. Alle fingen gleichzeitig an, wollten Fernunterricht machen und diese digitalen Unterrichts- und Lernmethoden nutzen. Auf einmal stellte sich raus, dass wir auch im, sagen wir mal, nicht nur in dem Schulnetz, in den WLANs der Schulen und in der Datenleitung ins Netz, sondern auch an den, es gibt so Schalt- und Kommunikationspunkte. Da waren wir nicht leistungsfähig. Wir haben sozusagen die Endstellen erkannt und haben sie aufgeweitet. Und deswegen sind wir in der Schule, auch wenn es von Weitem und in der Zeitung immer nicht so deutlich wird, wir sind Riesenschritte vorangekommen und das werden wir weiter ausbauen. Das moderne Leben und damit auch die moderne Schulwelt ist digital. Und wir sind jetzt durch die Corona-Krise, was ich eben schon gesagt habe, einen richtigen Schubs nach vorne gekommen. Wir werden aber im Lauf bleiben. Hamburg ist, glaube ich, das einzige Bundesland, das alle Digitalisierungsmittel, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, schon abgerufen hat, an die Schulen weitergegeben hat. Wir haben, glaube ich, 60.000 digitale Endgeräte mittlerweile beschafft, also iPads, Notebooks und Ähnliches. Da ist wirklich im letzten Jahr sehr viel passiert. Ich muss immer wieder sagen, wir arbeiten unter Bedingungen des öffentlichen Dienstes. Alles muss ausgeschrieben werden. Wir dürfen einfach nicht so freihändig und flexibel sein, wie man das als Privatmensch kann. Aber wir sind wirklich enorm vorangekommen und wir werden uns das erhalten. Und ich habe wirklich den Anspruch, dass wir die smarteste City Deutschlands bleiben. Die anderen holen ja auch auf. Aber wir haben jetzt mehrfach den ersten Preis vom Bitkom-Branchenverband bekommen. Und da sind wir ein Stück weit stolz drauf, aber wir wollen auch vorne bleiben. Herr Bürgermeister, wenn Sie versuchen, online eine Steuernummer zu beantragen, wie ich es versucht habe, letzte Woche zu machen, geben Sie irgendwann auf. Ich verstehe, dass wir bestimmte Richtlinien in diesem Land haben, dass wir auf Datenschutz achten, auf viele Sachen, die auch richtig sind, so wie wir das machen. Und bei einigen Sachen verstehe ich es einfach nicht. Und ich würde mir wünschen, dass jemand, der dieses System entwickelt hat, selber mal versucht, dort mit zurechtzukommen und zu sehen, dass sie irgendwann an dem Punkt sind, aufzugeben, weil sie einfach sagen, das ist so kompliziert und das ist so weit weg aus der Realität. Da können wir noch so viele Preise gewinnen, aber es funktioniert letztendlich nicht wirklich. Und wenn wir dann darüber reden, wir wollen ja über die Zukunft reden und nicht über das, was jetzt ist, sondern wie wollen wir uns aufstellen, wie wollen wir, falls ähnliche Dinge wieder in Zukunft passieren, vorbereitet sein. Das mag ja sein, dass die Schulen alle an das Breitbandnetz angeschlossen sind, aber von den Lehrerinnen und Lehrern, mit denen ich viel zu tun habe, heißt es immer, aber es wird letztendlich gar nicht genutzt. Das auf der einen Seite. Und dann haben Sie auf der anderen Seite die ganzen Menschen, die aus wirtschaftlich schwachen Gebieten herkommen oder aus wirtschaftlich schwachen Familien herkommen. Und die haben zum Beispiel überhaupt gar nicht die Möglichkeit, ins Internet in dieser Form zu gehen, weil das Internet einfach für Schülerinnen und Schüler, für das, was gefordert wird, so teuer ist, dass sich die Familien, die von Hartz IV leben müssen, sich das überhaupt gar nicht leisten können. Die haben aber genauso Kinder, die in die Schule gehen. Wenn ich mit Kindern aus den besseren Stadtteilen rede, wo mehr Geld ist, die haben alle gar kein Problem. Da haben die haben iPads, die haben Eltern, die sich darum kümmern. Da sagt jemand, ja, mir fällt das gar nicht auf. Wir sitzen alle in verschiedenen Räumen und arbeiten gemeinsam. So, meine Frau, ich und die drei Kinder. Und dann haben sie aber auf der anderen Seite aus wirtschaftlichen schwachen Regionen Menschen, die sagen, wir haben nicht mal Internet bei uns zu Hause. Und bei einigen Sachen glaube ich, dass es heutzutage zur Grundversorgung dazugehören muss. Wenn wir sagen, dass wir digitales Homeschooling machen wollen und auch in Zukunft darauf setzen wollen, dass wir viel aus diesen Bereichen herausarbeiten, dann muss der Staat den Menschen dorthin gehen helfen, dass wir dann dort genauso eine Gleichberechtigung haben. Ja, ein richtiger Appell. Ich sage auch nicht, dass wir am Ziel aller Träume sind in diesem Bereich. Und es ist so, die Corona-Krise trifft alle, aber sie trifft
die Leute unterschiedlich hart. Und einige sind eben allein von den häuslichen Wohnungsbedingungen mit großen Möglichkeiten ganz anders für Homeschooling und Homeoffice vorbereitet. Das ist natürlich von Stadtteil zu Stadtteil auch sehr unterschiedlich. Aber was wir tun können und müssen, ist, dass wir mit der Zeit gehen, dass wir also im Grunde so wie das Schulbuch im Rahmen der Lernmittelfreiheit zur Verfügung gestellt wird, werden wir, und das tun wir auch, wir stellen Schülerinnen und Schülern Technik zur Verfügung. Natürlich kommen wir nicht von 0 auf 100, das ist der Punkt, den ich sage, aber das ist uns schon bewusst, dass das ein komplexer Prozess ist, bei der wir natürlich auch beachten müssen, dass es Leute gibt, die Familien gibt, die einfach bessere Möglichkeiten haben und solche, wo es sehr, sehr knapp zugeht. Insofern gar kein Widerspruch. Ich bitte nur um, sagen wir mal, die Politik ist, wir brauchen mildernde Umstände in der Beurteilung, will ich sagen. Also wir können nicht alles immer gleichzeitig und sofort umsetzen. Und die Digitalisierung ist wirklich eine Mammutaufgabe. Dazu gehört auch viel, wenn man so will, viel Fortbildung. Wir machen Lehrerfortbildung damit. Es gibt ja ganz patente junge Leute, die jetzt junge Lehrerinnen und Lehrer sind, die gehen da mit eigener Ambition und mit eigener Expertise vor, die sie von zu Hause aus oder die sie als Person mitbringen. Aber es gibt auch ein paar ältere Semester, die dann erstmal motiviert werden müssen, dass sie sich auch noch den Schritt nach einem 20-, 30-jährigen Berufsleben noch das digitale Unterrichten noch zutrauen. Und deswegen ist es auch viel, hat es viel auch mit Lehrerfortbildung und Qualifizierung zu tun. Und insofern ist es ein komplexes Thema, an dem wir aber sehr, sehr interessiert sind. Und ich will nochmal sagen, die Steuerverwaltung gehört zu den Bereichen, die insgesamt am besten vernetzt auch sind. Steuerverwaltung ist sehr streng an gesetzliche Vorgaben gebunden. Und ich habe meine elektronische Steuererklärung schon seit 10 Jahren per Computer abgegeben. Es hat immer gut funktioniert. Wir erwarten eine Bilanz, eine E-Bilanz von den Unternehmen. Wir haben elektronische Prüfvorgänge in den Finanzämtern. Wir sind die schnellsten Finanzämter Deutschlands. Wenn man prüft, wie lange dauert es, bis eine Lohn- und Einkommensteuererklärung bearbeitet ist, wann der Bescheid da ist. Und bei mir hat es immer geklappt, aber ich will jetzt gar nicht sagen, dass es immer so ist. Es gibt sicher auch komplexere Fragestellungen, die dann mit diesen Systemen nicht funktioniert oder die noch mit Schwierigkeiten dann auch verbunden sind. Auch Michel Abdullahi hat eine persönliche, eine persönliche Steuernummer. Die Steueridentifikationsnummer, ja. Steueridentifikationsnummer, und die gilt das Leben lang. Also wenn ein Kind zur Welt kommt, kriegt es Namen, Vornamen, ein Geburtsdatum. Es kriegt Kindergeld, übrigens automatisch. Wir haben kinderleicht zum Kindergeld. Noch im Kreissaal können die jungen Eltern durch einen einzigen Vorgang Kindergeld beantragen, wo sie vorher zu verschiedensten Behörden gehen mussten, um Kindergeld zu bekommen. Das haben wir in Hamburg etabliert. Und was ich sagen will, ist, wir haben auch in Deutschland insgesamt ein System, indem wir uns aufteilen. Wir sagen, es soll ein Online-Zugangssystem geben, wo man in ganz Deutschland als Staatsbürger in Hamburg, aber auch in Bayern und in Nordrhein-Westfalen digital Dienstleistungen des Staates in Anspruch nehmen kann. Und wir haben jetzt vor kurzem erst im Bundesrat entschieden, was mit den Datenschützern nicht so leicht ist, dass wir die persönliche Identifikationsnummer aus dem Steuersystem nutzen, damit jeder immer mit seinen Daten auch in Verbindung gebracht werden kann, unter Datenschutzgesichtspunkten. Man muss immer wieder einverstanden sein. Aber in Hamburg haben wir unsere Daten so organisiert, zwischen den Behörden und in den verschiedenen Behördenebenen, dass wir, wenn wir Online-Dienstleistungen anbieten, darauf zugreifen können. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Mal wieder in jedem Formular eintragen, Nachname Abdullahi, Vorname Michel, Geburtsdatum und dann und dann. Sie kriegen das angezeigt und dann wird gefragt, wie sind die Daten, die Stadt über Sie gespeichert hat? Sind Sie einverstanden, dass wir das jetzt nutzen? Und dann klicken Sie an und sagen ja. Und dann wird nicht immer wieder, wie wir das aus den alten Formularen kennen, mühsam etwas abgefragt, was die Stadt im Prinzip schon weiß. Also, wir arbeiten an diesen ganzen Fragestellungen und hoffen, dass wir komfortabel werden. Aber es ist ein langer Weg. Die Verwaltungsdienstleistungen der Stadt sind sehr, sehr heterogen. Es gibt viele Spezialdienstleistungen, die auch bedacht werden müssen. Und es muss ein Registermodernisierungsvorgang. Wir müssen die alten Papierakten digitalisieren
Und diese Register miteinander verschalten, damit es eben in Zukunft möglich ist, eine Dienstleistung auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn man zwar in Hamburg jetzt wohnt, aber eigentlich einen Vorgang hat, der darauf zurückgreift, dass man ein Standesamt in Bayern zum Beispiel befragen muss, ob man wirklich geboren ist. In Deutschland geht das ja alles immer sehr, sehr zuverlässig mit Geburtsurkunde nachweisen und. Und das versuchen wir über ein deutschlandweites Registermodernisierungsverfahren, indem wir eine zentrale Plattform haben, einmal authentifizieren, zentral bezahlen, auch wenn es zu Gebühren kommt. Das ist unser Ansatz und wir sind sehr weit. Wir haben ein modernes Rechenzentrum in Hamburg, das nur für uns als Stadt an einem geheimen Ort unterirdisch diese ganzen Daten verwaltet. Und da sind wir wirklich auf einem sehr guten Weg. Um das einmal richtig zu stellen, ich meinte gar nicht, dass ich meine Steuererklärung digital abgeben möchte, sondern es ging mir darum, dass ich etwas, was ich normalerweise auf dem Amt gemacht hätte, heute versuche digital zu machen, indem ich einfach etwas beantrage, was ich brauche. Das erschien mir persönlich, ich bin erst 39 Jahre alt, unglaublich kompliziert. Und ich habe das, als ich es weggeklickt habe, jetzt komme ich zum nächsten Punkt, dachte ich mir, wie will das denn jemand, der nicht in dieser digitalen Welt groß geworden ist, und das sind alle Leute, die jenseits der 40 sind, wir brauchen gar nicht auf 80- und 90-Jährige zu schauen, wie wollen die das machen? Wir reden immer über Schulen, über Digitalisierung für junge Leute, genauso haben auch die älteren Menschen das Recht, digitalisiert zu werden, genauso haben Altenheime, Seniorenheime das Recht, digitalisiert zu werden, um Menschen, die vielleicht einfach die Möglichkeit nicht bekommen, ihnen diese zu geben, und auch Menschen, die vielleicht sich in dieser Online-Welt in der Form nicht auskennen, es ihnen so zu vereinfachen, dass dort gar keine Angst davor besteht, mal im Internet so etwas zu versuchen. Und da muss ich leider sagen, wenn ich als 39-Jähriger daran scheitere, möchte ich gar nicht wissen, wie das bei einem 80- oder 90-Jährigen ist. Stichwort Corona-Impfung. Mein Vater und mein Großvater waren dazu einfach nicht in der Lage, das zu machen. Nun haben sie Kinder, die das für die übernehmen, aber ich würde mir schon wünschen, und das sieht man in vielen anderen Ländern der Welt, in Großbritannien, in Frankreich, in den USA, dass dort viel gemacht wird, Sachen so zu vereinfachen, ohne jetzt das rechtlich zu unterwandern, damit auch Menschen, die sich mit Dingen nicht so gut auskennen, weiterkommen können. Was können wir dort machen, Herr Tschentscher? Das ist nochmal ein eigener Ansatz, dass man versucht, die Nutzeroberfläche, das ist ja auch etwas, das wir als Staat jetzt nicht als Einzige haben. Ich meine, wenn man die modernen Anwendungen von Apple oder von Microsoft sieht, sind die ja immer intuitiv und sie sind sehr dem normalen Leben angepasst. Das ist etwas, was natürlich noch ein wichtiger Schritt ist, wenn man so die alten Masken sieht, wo man wirklich noch das Gefühl hat, man sieht den Programmierer noch vor sich, der die alte Pascal-Programmierung gemacht hat, die ich übrigens als Schüler noch selber gelernt habe. Das sieht man noch richtig vor sich. Aber das ist eben der Zug der Zeit, dass wir hinterherkommen müssen. Das Problem ist immer, wenn man zu freihändig und modern wird, wir sind als Staat wirklich auf 100% Zuverlässigkeit angewiesen, wenn wir ein Online-Verfahren machen. Und ich habe das auch als einem ersten, also wir haben ja einen Chief Digital Officer eingestellt als Staat, und zwar aus der Privatwirtschaft, weil man natürlich auch weiß, die früheren IT-Abteilungen der Behörden, das ist nicht die Welt der Digitalisierung. Wir haben wirklich ganz bewusst gesagt, wir nehmen einen, der aus der unternehmerischen Welt die Digitalisierung kennt, und der hat jetzt ein Amt für Digitalisierung, mit dem er mit vielen Leuten diese Prozesse bearbeitet und angeht. Da sind wir in der Tat auch, was die Benutzeroberfläche angeht, auf dem Weg, dass das intuitiver, einfacher wird, aber es ist eben alles nicht von heute auf morgen gemacht. Und was ich einfach nochmal sagen will, ist, wir sind natürlich in einer Welt, in der, also mein Sohn sagt mir, als der seinen Führerschein hatte, ne, hat er gesagt, ich muss jetzt da auf das Amt, um meinen Führerschein zu kriegen, ist das dein Ernst? Du erzählst mir doch als Bürgermeister, wir sind die smarteste Stadt der Welt. Also für einen 18-, 19-Jährigen ist das einfach eher erstaunlich, dass man noch irgendwo hin muss. So, aber die älteren Jahrgänge sind eben, wie wir gerade gehört haben, auch oft so, dass sie sagen, also ich lasse mir gerne mal was erklären. Und wenn wir viel diejenigen, die digital unterwegs sein wollen, digital auch betreuen, dann werden unglaubliche Ressourcen frei, damit wir eben auch personelle Kapazitäten haben für diejenigen, die sehr individuelle Fragen haben, die vielleicht auch etwas nochmal an Erklärung wünschen, was sie in der Anwendung selber nicht sehen. Und deswegen geht es Hand in Hand, damit wir Zeit haben, Personalressource haben, um auch individuelle und auch, sagen wir mal, so persönliche
Beziehung zwischen Staat und Bürger aufrechtzuerhalten, brauchen wir eben viel, wo Leute sagen, mehr kommt es nicht, ich will nicht das Smalltalk-Gespräch, also ich will jetzt schnell wieder fertig sein und gib mir meine Online-Dienstleistung. Das kriegen wir zusammen, wenn wir eben die Digitalisierung voranbringen. Und ich will nur noch mal die Beispiele nennen. Ich habe vor 2 Jahren einen empörten Anruf von, haltet euch und halten Sie sich fest, von Elon Musk gekriegt. Der hat aus Kalifornien angerufen, weil er gehört hat, in Europa, wenn Leute ihre Teslas kaufen, seine Teslas, dann müssen die einen Tag Urlaub nehmen, um zur Behörde zu gehen. Das kann ja wohl nicht sein. Er hat angerufen mich und den Bürgermeister von Paris, die Bürgermeisterin, und wollte wissen, ob das jetzt echt ist. Und da habe ich ihm damals gesagt, das ist jetzt kein Witz, der hat wirklich angerufen und wollte wissen, was kann ich tun, damit ihr in Germany, er sagt, ich bezahle euch auch Personal und alles. Da habe ich ihm erstmal gesagt, schönen Gruß an deine Filialleiter. Wir haben sogar ein Profikundensystem. Man kann, wenn man will, tatsächlich das den Endkunden abnehmen und der Autohändler geht mit 100 Anträgen in die Zulassungsstelle und macht das für seine Kunden. Das war ihm neu. Zweitens habe ich ihm gesagt, wir sind jetzt im Online-Kfz-Verfahren. Und jetzt ist es soweit, man kann jetzt ein Kraftfahrzeug online anmelden. Natürlich muss man irgendwann noch den Fahrzeugschein abholen und auch ein Kennzeichen haben, aber das ganze Beantragungssystem kann man eben online machen und insofern glaube ich, kann man Elon Musk beruhigen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das jetzt in Deutschland, auch in Hamburg etabliert und insofern geht es Schritt für Schritt voran. Aber es gibt so viele unterschiedliche Dienstleistungen, die wir als Stadt haben. Ich habe gesagt, man muss das mal auszählen, dass ich eine Zahl habe. Ich will jetzt keine sagen, aber es sind viele und deswegen arbeiten wir uns da Schritt für Schritt voran. So, großer Themenwechsel. Dennoch möchte ich einmal zu Protokoll geben, dass, wie ich das auch in den Kommentaren jetzt hier gelesen habe, das Hamburg-Portal ist wirklich schwierig. Ich würde wirklich jemanden dazu raten, einmal eine Umfrage zu machen mit ein paar Menschen zwischen, weiß ich nicht, 8 und 88 dort mal ranzusetzen und mal die Erfahrungen zu gucken. Wie ist das? Was verstehen die Leute dort nicht? Da sind viele gute Informationen dabei, aber es ist leider schwer zugänglich. Aber ich weiß, dass alles im Blick ist und auch dahingehend dran gearbeitet wird und dass das alles bei der Politik ankommt. Wir haben das Thema Gesundheit, wir haben das Thema sozialer Zusammenhalt, dem ich mich jetzt der zweiten Hälfte des Gesprächs widmen möchte. Unser Gesundheitssystem hat seine Schwächen gezeigt im Laufe des letzten Jahres. Es hat auch seine Stärken gezeigt im Laufe des letzten Jahres. Es ist nicht so, dass wir hier ganz, 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 ganz schlecht abgeschnitten haben, muss man auch ganz deutlich sagen. Aber wir können viel, viel besser sein. Was sind dort die Pläne, um uns für dieses Jahrzehnt breit aufzustellen und so, dass wir jede Krise in Zukunft besser meistern können als jetzt? Also erstmal bin ich dankbar dafür, dass wir jetzt nicht, es gibt ja so eine Phase, in der wir jetzt allgemein sagen, alles ist schlecht und nichts funktioniert. Und nein, so. Also das ist es nicht. Ich finde es einfach gut, wenn auch mal jemand sagt, also wir haben auch ein paar Stärken in Deutschland und es geht ein bisschen was schief. Ich hoffe nicht zu viel in Hamburg, aber ich will auch nicht immer Blaming und Fingerpointing machen. Natürlich in so einer Krise läuft nicht alles rund. Viele Situationen haben wir zum ersten Mal seit 100 Jahren erlebt. Da ist schon Unwucht im System. Aber es passiert auch sehr viel, sehr gut. Und wenn man, und das habe ich von vielen gehört, die auf der Welt rumjetten und Leute, die international unterwegs sind. Also in der Corona-Pandemie ist es keine schlechte Idee, Bürger oder Bürgerin in Deutschland zu sein. Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem und wenn man dann betroffen ist von einer schweren Infektion, ist es immer noch besser, dass man hier in Deutschland im Krankenhaus ist, als in Ländern, die nur ein Zehntel an Behandlungskapazitäten haben und der vieles auch nicht auf dem qualitativen Standard erfolgt. Also wir haben ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, aber wir haben Schwächen und eine Schwäche ist, wir brauchen, Gesundheit ist nichts, was wir wie eine Fabrik organisieren. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Pflegekräfte, wir brauchen Ärztinnen und Ärzte, wir brauchen Krankengymnasten, also Physiotherapie. Wir haben ganz viele Bereiche, die im Gesundheitswesen haben wir nicht mit Maschinen zu tun, sondern es ist eine Mischung aus wissenschaftlicher Medizin, es hat aber auch soziale, es hat emotionale, psychologische Gesichtspunkte. Das ist eine menschliche Aufgabe, im Gesundheitswesen zu arbeiten, sowohl im niedergelassenen Bereich wie auch im stationären Bereich und natürlich auch in den, sagen wir mal, in den Senioreneinrichtungen. Deswegen brauchen wir junge Leute, die sich für diese Berufe interessieren. Und wir haben einen Mangel an Pflegeberufen, schon vor der Corona-Krise.
Aber das ist natürlich jetzt nicht besser geworden, wo es so schwierig wird, im Gesundheitswesen mit Infektionsschutz zu arbeiten. Und deswegen müssen wir es hinbekommen. Ich sage das jetzt einfach mal aus meiner Lebensbiografie. Ich habe mich ganz bewusst nach dem Zivildienst entschieden, Medizin zu studieren. Und ich war viele Jahre in unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens selber tätig. Also ich weiß, wie es in einem Pflegeheim zugeht. Ich habe auch in der Pflege im Krankenhaus gearbeitet, nicht lange, aber ausreichend, um zu verstehen, wie funktioniert Krankenhaus. Und deswegen sage ich, es ist eine sehr attraktive, wenn man Freude daran hat, auch mit Menschen zu tun zu haben und in Notsituationen zu helfen. Es ist auch etwas sehr, eine positive Erfahrung zu sehen, dass Menschen, die Symptome, die krank sind, dass sie wieder gesund werden, dass man helfen kann. Das ist etwas, was im Gesundheitswesen eine hohe Motivation ausmacht. Und deswegen ist es so traurig, wenn Leute, die das eigentlich gerne möchten, sogar eine Ausbildung machen und dann nach 1-2 Jahren sagen, es ist einfach zu anstrengend. Der Arbeitsdruck ist zu hoch, die Arbeitsbedingungen sind schlecht, die Bezahlung ist mittelmäßig. Das ist einfach ein Trauerspiel und deswegen ist es eine wichtige Aufgabe, dass wir den Pflegeberuf attraktiv machen, dass wir Aufstiegsmöglichkeiten schaffen, damit man auch Perspektiven hat, wenn man mal sich weiterentwickeln möchte. Und ich glaube, diese Aufgabe, die ist neben all dem, was wir immer so technisch machen. Wir brauchen natürlich auch apparative Ausstattung. Wir brauchen Krankenhausgebäude. Aber wir müssen sehen, dass im Gesundheitswesen und in der Pflege ein sehr starker menschlicher Faktor gefragt ist. Und deswegen bin ich dafür, dass wir ganz klar sagen, wir wollen gute Bezahlung in der Pflege. Wir wollen möglichst eine Tarifbindung aller. Das ist im stationären Bereich gar nicht so schlecht, aber in der ambulanten Pflege sieht es schon ganz schwierig aus. Und deswegen bin ich, das ist auch ein bisschen klassisch sozialdemokratisch. Wir sind so bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, nicht? Wir sind mit den Gewerkschaften sehr einer Meinung, dass wir eine Tarifbindung möchten in der Pflege, denn die Tariflöhne sind okay. Die sind auch so, dass die Betroffenen sagen, also wenn ich Tariflohn kriege, bin ich einverstanden. Aber es gibt eben leider gerade im ambulanten Sektor viele Träger und kleinere Einheiten, die eben weit unter dem Tarif zahlen. Und dann wird die Altenpflege, dann wird die Krankenpflege wirklich, ist es ein sehr schwerer Job und er ist dann schlecht bezahlt und nicht attraktiv genug. Das ist mein Wunsch für den Gesundheitsbereich. Der ganze Bereich Gesundheit, auch öffentlicher Gesundheitswesen, hat durch die Corona-Pandemie nochmal eine neue Aufmerksamkeit bekommen, eine neue Wertschätzung auch. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung dafür, dass wir an den Schwächen im Gesundheitssystem arbeiten und dass wir dort trotz des hohen technischen und medizinischen Standards, den wir in Deutschland haben, einfach noch mehr an den unattraktiven und anstrengenden Seiten arbeiten. Das höre ich auch seit vielen Jahren, Herr Tschentscher. Ich wissen ja selber, dass ich Pflegebotschafter in Hamburg bin und mich auch in den letzten Jahren sehr viel für die Pflegeberufe eingesetzt habe, auch dahingehend, dass die einfach besser bezahlt werden, damit die Berufe für die Menschen attraktiver sind. Wenn wir mal diese ganze Thematik jetzt beibehalten und uns angucken, was Corona mit den Menschen gemacht hat, sowohl gesundheitlich, physisch als auch psychisch. Auf was schauen Sie auf die nächsten Jahre, die wir vor uns haben, wenn wir über Post-Covid-Syndrome reden, wenn wir über die Veränderung des Zustandes der Menschen in dieser Stadt reden, von Menschen, die gelitten haben, von Menschen, die depressiv geworden sind, von Menschen, die ihre Existenz verloren haben. All diese Sachen, die passiert sind im Laufe eines Jahres, wo Menschen teilweise ganz alleine zu Hause gesessen haben und nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Irgendwann wird es vorbei sein, aber was ist danach? Also natürlich sind das Folgen, die schwerwiegend sind. Und wir sind, gerade was diese Themen angeht, Isolation oder die Lage in den Pflegeheimen, als keine Besuche empfangen werden durften. Wir haben das immer sehr im Auge gehabt. Wir haben versucht, das zu organisieren mit entsprechenden Schutzvorkehrungen, dann diese Vereinsamung zu verhindern. Aber natürlich, es ist einfach so. Wir haben viele negative Effekte, die wir einfach nicht ausgleichen konnten. Das sind die Belastungssituationen, die sich ergeben. Das ist aber auch, sind auch Dinge wie die wir mit dem Ärztekammerpräsidenten und mit den Allgemeinmedizinern besprechen. Es sind viele Leute,
die sind einfach, die haben sich nicht zum Arzt getraut. Sie haben sich gedacht, na, geht mir irgendwie nicht so gut. Ich habe auch ein Symptom, aber bevor ich ins Krankenhaus gehe, wer weiß, da ist man momentan auch nicht gut und sicher aufgehoben. Das heißt, es gab auch Nebeneffekte, die haben mit Corona gar nichts zu tun gehabt. Es gibt jetzt auch Einschätzungen dazu, wie viele zu spät diagnostizierte Krebserkrankungen es gibt, weil Leute zu spät oder eben nicht zum Arzt gegangen sind. Das sind schon mittelbare Folgen dieser Corona-Krise, die wir aber nicht dadurch wegkriegen, indem wir sagen, wir nehmen das mit dem Infektionsschutz nicht ernst. Wir müssen die Pandemie im Schach, wir müssen sie unter Kontrolle behalten, damit es nicht noch viel schlimmer wird. Und deswegen kann ich jetzt auch nicht zusichern, dass wir einen goldenen Weg haben oder einen roten Teppich haben, wie wir alle Folgen wegbekommen. Es muss uns bewusst sein, wir müssen auch dagegen anarbeiten. Deswegen gab es auch immer wieder Appelle der Ärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung, den Leuten zu sagen, wenn ihr Symptome habt, geht weiter zu eurem Hausarzt, zur Hausärztin. Es ist nicht unsicher. Auch unsere Kliniken sind, selbst in den schwierigen Corona-Monaten, sie sind Orte, in denen man sicher behandelt wird. Aber dann steht natürlich einmal in der Zeitung, dass es dort Infektionsfälle gegeben hat. Aber das darf eben kein Anlass sein, um wichtige medizinische Behandlungen nicht durchzuführen. Das ist etwas, was wir beachtet haben. Wir haben eben aufgeklärt, wir haben Kommunikation gemacht. Aber natürlich kriegt man diese Effekte nicht auf Null. Und es wird, so sagen es eben jedenfalls die verschiedenen Disziplinen, es wird so sein, dass wir im Nachgang haben, ja, wir haben ganz viele Tote gehabt. Das ist ja das Tragischste von allem. Wir haben Long-Covid-Syndrome, also wir haben Menschen, die sind nicht verstorben, aber sie haben dauerhafte Nachwirkungen der Corona-Infektion. Und wir haben dann diese mittelbaren Folgen, dass Leute psychische Belastungssituationen erlebt haben, die Folgen haben. Und wir haben natürlich auch diesen somatischen Effekt, dass einfach ganz schlicht notwendige Behandlungen nicht zeitgerecht gemacht wurden. Bevor ich an Frau Salwiak weitergebe für die letzte Viertelstunde, um die Fragen aus der Community zu beantworten, zwei, drei vielleicht kürzere Antworten, Herr Tschentscher, wie wir nach Corona weitermachen wollen. Wir stehen vor vielen zerstörten Existenzen aus vielen verschiedenen Gründen, wenn wir uns jetzt rein die Wirtschaft angucken. Wir stehen vor Insolvenzen, wir stehen vor Dingen, die es nach Corona in der Form nicht mehr geben wird. Was wird unsere Stadt für diese Menschen tun? Wir haben Milliarden an Bund und Ländern, Milliarden aufgebracht, um die wirtschaftlichen Folgen abzumildern. Auch hier gilt, wir helfen, wo es geht und wie wir können. Es gibt sogar das Problem, dass wir in Deutschland mehr helfen wollen, als uns von der Europäischen Kommission zugebilligt wird unter Wettbewerbsgesichtspunkten. Denn man muss sich das einmal vorstellen, Hamburg zahlt mehr Wirtschafts- und Finanzhilfen als alle anderen europäischen Länder, nicht Hamburg, Deutschland, mehr Wirtschafts- und Finanzhilfen aus als alle anderen europäischen Länder zusammen. Das heißt, wir sind als Staat sehr stark in die Verschuldung gegangen, weil wir strukturelle Schäden vermeiden, weil wir auch Arbeitsplätze, weil wir gute Jobs erhalten wollten. Vieles ist im letzten Jahr so gewesen, dass viele gesagt haben, es ist ja kaum lösbar. Wie soll ich denn überhaupt durchkommen? Und es gibt natürlich Insolvenzen. Es wird auch noch nachlaufende Effekte haben. Aber ich bin sicher, wenn einmal diese Corona-Pandemie überwunden ist, dann wird es sehr schnell Aufholeffekte geben, Nachholeffekte. Und ich freue mich über jeden, der diese Durchstrecke übersteht und dann wieder sein Geschäftsmodell aufleben lassen kann. Es ist nur leider so, Sie können das in Europa beobachten. Großbritannien hat es auf die leichte Schulter genommen mit Corona, hat doppelt so viel Tote bezogen auf die Bevölkerung und der Wirtschaftseinbruch ist doppelt so stark. Das heißt, wir konnten gar nicht anders als diesen Infektionsschutz durchsetzen. Es hilft auch der Wirtschaft, wenn wir die medizinischen Schäden durch Corona klein halten. Und deswegen hoffe ich, dass wir einen Neustart bekommen nach Corona, der den Branchen hilft, die am härtesten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Wir versuchen auch die Dinge zu kombinieren, Investitionsanreize und, sagen wir mal, Forschungsprojekte zum Beispiel in Industriebereiche zu bringen, die jetzt von Einbußen betroffen sind, damit die Forschung, zum Beispiel die Wasserstofftechnologieentwicklung vorangeht, aber eben auch große und mittelständische Unternehmen dann von dieser Forschungsförderung profitieren können. Das geht nicht in allen Branchen, aber es geht in vielen.
Und ich bin sicher, sobald wir die Corona-Beschränkungen aufheben können, wird die Gastronomie, die Veranstaltungswirtschaft, wird die Kultur wieder aufblühen, weil es diesen großen Nachholbedarf gibt. Ein Problem haben wir in den Bereichen, in denen es diese strukturellen Folgewirkungen hat. Das, was wir eben angesprochen haben, dass das Reiseverhalten sich ändert, dass die Businesskunden in der Luftfahrt wegfallen, das sind so Dinge, wo ich befürchte, da wird es einen Strukturwandel geben, den es vielleicht früher oder später ohnehin gegeben hätte. Aber wir sind jedenfalls bereit und mit großer Ambition dabei, dass wir den großen Branchenmix, den Hamburg hat. Wir sind ja wirklich in allen Branchen gut verankert. Wir sind nicht ein reiner Finanzstandort wie Frankfurt. Wir sind nicht nur Automobilindustrie wie im Süden, sondern wir haben einen Branchenmix, der enorm breit ist. Und wir wollen das Handwerk, wir wollen die Kreativwirtschaft, wir wollen das wirklich als Branchenmix in Hamburg erhalten. Und wenn noch jemand einen guten Vorschlag hat, was wir zusätzlich tun können, dann nehmen wir den an und setzen ihn auch um, wenn es geht. Also wir sind da wirklich sehr ambitioniert und hoffen, dass wir wenig Insolvenzen haben und dass wir vor allem auch Arbeitsplätze erhalten. Ein Thema, was heute nicht unser Thema in der Veranstaltung ist, aber Sie wissen, ich als Mensch, der aus der Kulturbranche kommt, kann das Thema nicht außen vor lassen. Es gibt sehr viele Veranstaltungen zum Thema Kultur, die gemacht werden. Auch unser Kultursenator Dr. Bosler hat dort sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit im Laufe der letzten Wochen und Monate gemacht. Aber einmal auch an Sie. Die Kultur ist ein wichtiger Teil und ein wichtiger Motor unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft, unserer Seele. Wie wird sich das Leben nach Corona kulturell in unserer Stadt verändern? Und was gibt es dort für Ideen, die Sie jetzt hoffentlich schon haben, um diese Branche, die wahrscheinlich mit am heftigsten durch die Corona-Krise gebeutelt ist, zu retten? Also ich denke, dass die Kultur wieder aufblühen wird. Also die Clubszene, all das, was jetzt so leidet, wird wieder eine unglaubliche Nachfrage haben. Es geht allen so, dass wir jetzt, wenn man etwas mal nicht hat, lernt man es zu schätzen. Und deswegen glaube ich, wir haben ja richtig gespürt, wie eine Stadt, die pulsiert jeden Tag, wo jeden Tag an allen Ecken und Enden unterschiedlichste Veranstaltungen, Kulturangebote bestehen. Wir haben ja richtig gemerkt, ich will jetzt nicht diskriminierend sagen über ländliche Räume, aber es gibt natürlich kleine Dörfer in Deutschland, da ist es mit und Corona kaum ein Unterschied. Hamburg hat sich total verändert in dieser Krise. Also eine Reeperbahn, die dunkel ist, ist etwas, was seit Hunderten von Jahren ja nicht üblich war. Es gab ja Clubs, die hatten nicht mal ein Türschloss. Und wir sind jetzt in eine so tiefe Krise gekommen, dass, glaube ich, das Wiederermöglichen von Kultur, von echter Kultur, Live, Musik, echte Clubszene, wird einen riesen Nachholbedarf haben. Jetzt sagen wir Künstlerinnen und Künstler, gut, okay, ihr habt mir noch Corona-Soforthilfe gegeben, aber eigentlich, mir fehlt gar nicht, also ja, es brauche ich auch, aber eigentlich, was mir wirklich fehlt, ist nicht nur Geld. Mir fehlt auch das echte Wiederauftreten können. Das Publikum, diese Möglichkeit, Musik oder was auch immer man als Kultur macht, wirklich auch wieder im echten Leben zu stehen. Und jetzt will ich etwas sagen, weil wir gestern bis nachts um 3 verhandelt haben mit den Ministerpräsidenten und dem Bund. Wir haben etwas gemacht, was neben all dem ganzen Negativen, also diesen Oster-Lockdown und jetzt noch einmal zu sagen, wir müssen durchkommen, bis die Impfung greift. Wir haben etwas beschlossen, wir haben das Modellprojekte genannt. Und da denken wir ganz genau an die Kultur. Wir haben vereinbart, dass es jetzt mit diesen Schnelltests möglich sein soll, noch bevor wir jetzt wirklich alles wieder öffnen können, zu sagen, wir wollen wieder etwas ermöglichen in der Kultur, zum Beispiel ein Konzert, bei dem wir sagen, wir sichern es ab durch Schnelltests. Das heißt, alle, die diese Veranstaltung besuchen, sind getestet. Das heißt, wir können wieder Live-Events machen und wollen das über Modellprojekte möglichst früh so testen, dass wir verstehen, dass es möglich ist, dass es also zu keinen Infektionsfällen kommt, um etwas früher wieder auch zu echter Kulturveranstaltung zu kommen. Das ist vereinbart worden, weil es in ganz Deutschland natürlich auch ein Thema ist. Und ich habe schon mit Herrn Broster darüber gesprochen. Wir wollen das jetzt auch in Hamburg nutzen, mit diesen Schnelltestmöglichkeiten sichere Kulturveranstaltungen wieder live zu ermöglichen und nicht nur übers Internet Musik zu machen. Frau Salwirk, ich darf einmal an Sie und Herrn Moldhagen übergeben und vielleicht, ich weiß, wenn sehr viele Menschen zuschauen, werden Sie wahrscheinlich sehr viele Detailfragen haben. Wir möchten nicht Einzelschicksale besprechen, sondern gucken, wie unsere Stadt in den übergeordneten Themen in den nächsten Jahren vorankommt. Ich bin gespannt, was Sie aufgeschrieben haben. Bitte schön.
Genau, danke schön. Also es gab sehr viele Fragen erstmal zum Thema Stadtentwicklung, Innenstadt. Wenn jetzt das Homeoffice, wie Sie sagten, Herr Tschentscher, am Anfang bleiben wir, werden die Büroräume sich reduzieren und stehen viele leere Fläche. Ob das möglich ist, diese Büroflächen in Wohnraum umzuwandeln oder einen Mix anzubieten, was auch an sich die Teilnehmer die Innenstadt auch ein bisschen lebendiger machen könnten. Zum Beispiel, es gab auch, also wenn Sie da was vielleicht dazu sagen könnten, es gab auch Lösungen mit freies WLAN in der ganzen Stadt oder Transportdrohnen zu entwickeln als Möglichkeit. Genau, das war so Ja, die das ist erste ein Frage. wichtiger Gesichtspunkt. Wir hatten ja bis vor Corona einen echten Büroflächenmangel. Das muss man wirklich sehen. Man sieht das an den Leerstandsquoten. Wir hatten einfach zu wenig Büroflächenangebot. Hat auch die Preise enorm in die Höhe getrieben, was für Start-ups schwierig ist. Wenn man irgendwo Büro- und Gewerbefläche mieten wollte, war das eine sehr schwierige Sache. Wir haben jetzt durch diesen geringeren Büroflächenbedarf, dass große Konzerne sagen, sie brauchen 20, 30, 40% weniger Büroflächen, weil sie mehr Homeoffice ermöglichen. Es hat zwei Folgen. Wir haben mehr Möglichkeiten, frühere Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien anders zu nutzen. Das geht nicht immer im gleichen Gebäude, aber man kann eben Wohnungsbau in der City Nord machen. Man kann jetzt Flächen nutzen, die im Innenstadtbereich vorher vielleicht dringend für gewerbliche Nutzung nötig waren, dann eben auch mit Wohnungsbau verknüpfen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch einen höheren Wohnflächenbedarf. Wenn ich jetzt Homeoffice machen muss, brauche ich natürlich auch mal mehr als nur ein paar Quadratmeter Wohnfläche. Das heißt, wir werden insgesamt die Quartiere noch gemischter gestalten müssen, also mit mehr Nebeneinander von Wohn- und Büronutzung. Ich glaube, wir haben da eher einen Vorteil. Diese Büroflächenknappheit war ein echtes Nadelöhr. Jetzt habe ich eher so das Gefühl, die Büroflächeninvestoren sagen, naja, also wenn wir mal jetzt wieder vermietet sind, reicht es uns aus. Und deswegen glaube ich, haben wir mehr Spielraum für auch Wohnen in der City oder in bisher klassischen Gewerbestandorten. Das ist der Mix, den es macht oder der es macht. Ich darf mal daran erinnern, dass wir die HafenCity 2011, als ich in den Senat gewählt wurde, das war genau vor 10 Jahren, da hatten wir eine HafenCity, die war sehr, sehr monothematisch ausgerichtet. Keine einzige Sozialwohnung war in der HafenCity geplant. Wir haben diesen Mix da reingebracht und hoffen, dass wir das in allen Standorten können. Wir wollen auch in der City Nord einen klassischen reinen Bürostandort wieder stärker wohnen und auch andere Nutzung unterbringen. Und das muss auch für die City gelten. Das ist geradezu ein Konzept in ganz Deutschland, dass man die Zentren wieder belebt und eben sie nicht nur von einem reinen Einzelhandelsstandort aus sieht. Und das gehört zu dieser Entwicklungsstrategie, die wir für die Innenstadt haben. Der Mix macht es und der macht Quirligkeit und Vielfalt und damit eben auch Lebensqualität. Von mir eine sehr grundsätzliche Frage an den ersten Bürgermeister. Es wurde mehrfach im Chat gefragt, ob vielleicht schon der Titel unserer Veranstaltung Falsches Leben nach Corona, was, wenn es eigentlich gar nicht nach Corona gibt, sondern wir uns eigentlich darauf einstellen müssen, auch mit Corona zu leben. Wie denken Sie, wie denkt der Senat daran, dass wir ja wahrscheinlich vielleicht auch mit dem nächsten Virus oder wie auch immer oder noch mit diesem Virus mit Mutationen ja eine ganze Weile leben müssen und dass diese Hoffnung vielleicht, dass es sozusagen demnächst wieder so ist wie früher, eben leider eine unrealistische ist. Ja, es kann sein, dass wir, es gibt auch sehr gute Thesen dazu. Wir hatten ja auch schon mal eine Corona-1-Pandemie oder jedenfalls eine Epidemie. Das heißt, diese Coronaviren sind jetzt nichts grundsätzlich Neues, sondern das ist eine bestimmte Gruppe an Virus, an Viren, die aus einer bestimmten Entwicklungsstufe Ähnlichkeiten haben. Und es kann durchaus sein, dass wir immer mal wieder Virusvarianten bekommen, wo man dann vielleicht sagt, oh, das ist wieder. Da sind wieder so ein paar Varianten im Spiel, dass man wie bei der Grippe öfter mal nachimpfen muss, gerade die vulnerablen Gruppen. Aber ich glaube, diese große, was wir hatten, war ein qualitativ sehr infektiöses und krankmachendes Virus, das eben von unserem Immunsystem überhaupt nicht erkannt und damit nicht abgewehrt wurde. Das ist diese Mix, eine infektiöse neue Erreger, der auf ein völlig unvorbereitetes Immunsystem in der Bevölkerung trifft. Das hat diese explosionsartige Ausbreitung gemacht, die mit sehr vielen schweren Erkrankungen zum gleichen Zeitpunkt einhergeht. Und ich glaube, mit der Impfung sind wir durch. Wir haben auch in anderen Infektionskrankheiten, wer erinnert sich noch daran, früher gab es Kinderlähmung. Wir haben durch die Impfung
die Folgen solcher ernsten Erkrankungen wirklich überwunden. Pocken ist zurückgedrängt. Es gibt nur noch sehr wenig. Wir sind wirklich vorangekommen in der Welt der Infektionskrankheiten. Aber wir haben gedacht, wir sind durch. Und das ist nicht der Fall. Es ist immer wieder so, dass Infektionserreger sich weiterentwickeln. Infektionskrankheiten waren immer schon in der Geschichte der Menschheit. Das wissen wir aus der Pest, der Cholera-Pandemie. Wir haben in Hamburg eine ganz starke Geschichte, die mit der Cholera verbunden ist. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen, dass auch die Zukunft immer wieder uns auch mit Infektionserregern konfrontiert, wo wir auf die klassischen Robert-Koch-Prinzipien achten müssen, dass wir uns nicht infizieren, dass wir auf Hygiene achten. Hier bei uns im Rathaus, die Hygeia heißt sie, dieser Brunnen dort, ist nach der Cholera-Epidemie in Hamburg sozusagen als Erinnerung an diese Zeit vor 100 Jahren entstanden. Und das heißt, wir sind im modernen Leben mit Infektionskrankheiten verbunden. Deswegen wollen wir ja auch diesen Bereich der Infektionsforschung stärken. Wir haben ein Institut, das DESI in Bahnfeld, eine grundlagenwissenschaftliche Einrichtung, Hightech weltweit. Und halten Sie sich fest, BioNTech hat den Impfstoff auch in Zusammenarbeit mit dieser Grundlagenforschung in Bahnfeld entwickelt. Wir sind jetzt dabei, diesen Standort der Infektionsforschung Hamburg auszubauen. Wir haben ein sehr gutes Konzept der Bundesregierung angeboten, dass wir eine Plattform für Infektionsforschung und Entwicklung in Hamburg entwickeln. Denn wir werden immer wieder auch, entweder mit Corona 1, 2 oder 3, aber auch mit anderen Erregern zu tun bekommen. Und es ist ja nicht immer so gut gelaufen wie bei Corona. Wir können bis heute nicht impfen gegen HIV. Es gibt keine Impfung gegen Malaria. Wir müssen wissen, dass Infektionserreger zu unserem Leben dazugehören, zu unserer Welt. Und deswegen müssen wir bei der Impfung dranbleiben. Es muss auch weiter in der Wirkstoffforschung passieren. Also HIV haben wir ja nicht durch Impfung, aber durch moderne Medikamente von einer sehr schrecklichen Bedrohung in eine, naja, ich will mal sagen, eine, es ist kein Todesurteil mehr, wenn man HIV infiziert ist. Und als ich anfing zu studieren, das war eine ganz schlimme Zeit. Das waren die 80er Jahre, in der war HIV eine weltweite Bedrohung. Und es war gesellschaftlich sehr, sehr kritisch, was da gesagt wurde, wie viele Ressentiments auch ins Spiel gebracht wurden mit einer Infektionserkrankung. Das können die jüngeren Semester unter uns mal nachlesen. Das war keine schöne Zeit. Und ich habe meine ersten Semester im Medizinstudium, haben wir uns sehr viele Gedanken gemacht, wohin das noch alles führt. Aber es ist eben möglich gewesen, durch moderne Medikamentenentwicklung dieser Erkrankung den Schrecken zu nehmen. Eine Kombination von Prävention, von Information und auch Behandlung hat dazu geführt, dass wir selbst mit dieser sehr, sehr schwierigen und tödlichen Infektionserkrankung uns arrangiert haben. Aber so ist es. Corona ist gekommen, es wird nicht ganz wieder weggehen, aber es wird auch wieder neue Themen geben in der Infektionsmedizin, die wir bewältigen müssen. Und wir werden uns besser aufstellen für Epidemien. Das ist eine ganz klare Lehre, die wir in Deutschland, in Europa insgesamt ziehen müssen. Wir haben, weil wir 100 Jahre nicht so hart getroffen wurden, vielleicht ein bisschen die Dinge auf die leichte Schulter genommen. Haben es theoretisch, wir haben Pandemiepläne gehabt. Die haben zum Teil auch funktioniert. Aber sie waren dann doch grüne Tischplanungen. Und das echte Leben ist dann härter. Da werden wir uns besser vorbereiten. Und wir müssen eben auch in Zukunft immer wieder mit Corona oder Corona-ähnlichen Problemen auf der Welt rechnen. Frau Salwerk, Herr Moltang, was haben wir noch aus der Community für Fragen? Es sind noch sehr viele Fragen. Es gab viel Frage auch oder Anmerkungen über die Mobilität in der Stadt. Wie können wir der Stadt ein bisschen umweltfreundlicher machen? Genau, Auto raus aus der Stadt, aber gleichzeitig jetzt in der Pandemie sind viel mehr, die Leute nutzen viel mehr ihre Auto. Genau, wie das gerade aussieht oder was sind die Pläne dafür, für die Mobilität? Also wir müssen klimaneutral werden, so schnell wie möglich. Also es ist jetzt wirklich kein PR-Konzept, sondern wir haben eine weltweite Notwendigkeit, mit dem Klimaschutz voranzukommen. Und der Verkehrssektor ist ein ganz starkes Element in unserer Klimaschutzstrategie. Wir haben die Mobilitätswende, wir setzen ja auf E-Mobilität. Unsere U- und S-Bahn fahren schon heute mit 100% Ökostrom. Wir beschaffen nur noch emissionsfreie Busse. Wir sind die erste Metropole in Europa, die systematisch den gesamten Busbestand
auf emissionsfreie Technologie umstellt. Das sind große Schritte. Dazu kommt der Radverkehr. Das ist etwas, jeder Kilometer, den wir über den Radverkehr abbilden, ist klimaneutral. Und so sind wir schon an vielen Stellen dabei, aber natürlich müssen wir mit der E-Mobilität auch im Personennahverkehr, also auch im Autoverkehr, wir müssen die E-Mobilität voranbringen. Wir können die E-Ladeinfrastruktur ausbauen und müssen auf einen Mix setzen. Das heißt, wir werden auf das Auto nicht ganz verzichten müssen und auch nicht verzichten können. Es gibt Anwendungen, auch in der Logistik, da wird es weiterhin nicht nur mit S- und U-Bahn gehen. Und ein Handwerker, der will unterwegs sein und mit seinen Sachen nicht in die U-Bahn steigen. Das heißt, es wird einen Restbestand an E-Mobilität geben, der nicht über Bus und Bahn und Fahrrad und alles abgedeckt wird. Das funktioniert aber auch. Die Fahrzeuge müssen aber eben dann emissionsfrei sein. Deswegen setzen wir auf E-Mobilität und auf die Wasserstofftechnologie. Der Mobilitätssektor soll in Hamburg 1 Million Tonnen CO2-Einsparungen in den nächsten Jahren dazu bringen. Und wir haben ein vernünftiges Konzept, das auch zu erreichen. Ich sage aber den Fridays for Futures, den jungen Leuten, die haben ja eine Skepsis, die glauben mir ja nicht, weil ich bin zu alt und ich bin die Generation, die uns in diese Krise gebracht haben. Es ist auch ein Vertrauensproblem zwischen der jungen Generation und der aktiven politischen Entscheidergeneration. Und ich habe mit dem Bürgermeister von Warschau, den habe ich zum Mati mal eingeladen, leider digital, weil es nicht live ging. Und er hat die gleichen Themen in Warschau. Das gleiche ist die Frau Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris. Die Metropolen müssen diese Verkehrswende hinbekommen, denn wir sind die Orte, in denen viel Energie verbraucht wird. Wir haben aber auch die wissenschaftliche Kompetenz und die wirtschaftliche Kraft, den technologischen die Dekarbonisierung hinzubekommen. Und da sind wir alle, unabhängig von der politischen, sagen wir mal, Couleur. Der Bürgermeister von Chicago, der Rahm Emanuel, er war Stabschef im Weißen Haus von Obama, hat in Chicago die gleichen Themen und Ambitionen gehabt wie wir in Hamburg. Ich glaube, es ist eine grüne Bürgermeisterin in Paris. Ich weiß nicht, der Warschauer Bürgermeister kommt nicht von der Peace-Partei, aber er ist eben er hat ein polnisches Blick auf diese Dinge. Aber wir haben als Metropolen alle die gleiche Idee. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns vernetzen zwischen den großen Metropolen der Welt. Das ist mein Konzept. Wir nennen das die Großstadt oder die Diplomatie auf City-Level sozusagen. Ich habe ein Problem, oder ich will es gar nicht, ich will jetzt diplomatisch bleiben. Ich will mich nicht in die Außenpolitik einmischen, aber wir haben einen sehr guten Zugang zu Warschau, zu Prag, anderen großen Metropolen auf der Welt. Und wir werden das nutzen, um von der Basis her die Politik in unserem Sinne zu beeinflussen. Ich habe Frau von der Leyen letzte Woche, als wir einen Call haben mit der Kommissionspräsidentin, gesagt, wenn der Green Deal funktionieren soll, wir wollen ja der erste Kontinent sein in Europa, der klimaneutral ist. Wenn das wirklich funktionieren soll, dann muss der Green Deal über die Metropolen realisiert werden. Und das sehen Frau Hidalgo in Paris genauso, das sieht der Bürgermeister von Warschau so. Und deswegen ist der Klimaschutz für mich und die Mobilitätswende etwas, was wir wirklich praktisch in die Umsetzung kriegen sollen, müssen mit viel Technik, aber eben auch mit viel wissenschaftlicher Ambition. Und dazu gehört die Wasserstofftechnologie, die E-Mobilität. Und da sind wir in Hamburg, glaube ich, vorne mit dabei. Wir werden den größten Wasserstoffelektrolyseur Europas wahrscheinlich hier nach Moorburg bekommen. Als ich im letzten Wahlkampf gesagt habe, ich möchte das Kohlekraftwerk Moorburg abschalten, da bin ich auch von Grünen angeguckt worden und wurde gesagt, wie willst du das denn hinkriegen? Und ich habe den Fridays for Future gesagt, es gehört für mich dazu, dass wir die Energiewende schaffen, indem wir auch sagen, ja, Moorburg ist ein modernes Kraftwerk, das stimmt. Aber wenn noch eins abgeschaltet werden muss, dann bin ich dafür, dass wir unseren Standort anders nutzen als für die Kohleverbrennung. Und das ist jetzt unser Konzept. Moorburg ist jetzt vom Netz. Und wir werden diesen Standort nutzen, weil er einen 380-Kilovolt-Anschluss hat, um Windstrom aus dem Norden nach Hamburg zu bringen, da, wo er als Überflussstrom da ist, ihn in Wasserstoff zu verwandeln und den dann einzusetzen in der Industrie, im Verkehrssektor, in der maritimen Logistik. Denn das sind die großen Schritte,
der CO2-Verringerung. Auch wenn das wichtig ist, aber wir werden den Klimaschutz nicht alleine umsetzen, indem wir nur Bäume pflanzen. Wir müssen die Industrie dekarbonisieren, wir müssen den Verkehrssektor dekarbonisieren und dazu gehört eben viel Technologie. Und das, da haben wir eine Ambition und ich habe wirklich den Ehrgeiz, die erste große Metropole, ich rede nicht von kleineren oder mittleren Städten, da ist es ein bisschen leichter durchzukommen. Wir sind ein Industriestandort, wir sind das Zentrum einer Metropolregion und wenn wir es hinbekommen, klimaneutral zu werden, dann können es alle anderen auf der Welt auch und deswegen haben wir auch ein Stück weit die Ambition, Vorbild zu sein für andere auf der Welt. Ja, wir sind schon ein bisschen dabei zu überziehen. Wir sind richtig, wir müssen langsam Schritt für Schritt auch auf die Zeit des Bürgermeisters achten. Vielleicht am Montag eine letzte Frage, wo Sie denken, dass das häufig gestellt wurde und Interesse daran besteht. Bitte schön. Genau, ein letzter Punkt von uns, nochmal Richtung sozialer Zusammenhalt, aber auch sozialer Ausgleich. Es gingen mehrere Fragen darum, wie kann man denn jetzt den Menschen nochmal gezielt fördern, die jetzt besonders belastet worden sind. Da ist diskutiert worden im Chat über Schülerinnen und Schüler, die eben wenig, die jetzt Stoff verloren haben, aber natürlich auch um die kleinen inhaber geführten Bars und Kneipenbesitzer. Wie kann man jetzt gerade da sozialen Ausgleich schaffen, wo es Corona besonders hart getroffen hat, wenn man wieder über was anderes nachdenken kann? Und vielleicht verbunden mit der Frage, Herr Tschentscher, wie kann man auch Vertrauen wiederherstellen, was sicherlich auch politisches Vertrauen, was sicherlich gelitten hat, das als Schlussfrage von uns. Also wir müssen auf die unterschiedlichen Problemlagen natürlich spezifisch reagieren. Also ich nenne das praktische Beispiel. Wir haben in den letzten Sommerferien zusätzliche Angebote gemacht für Schülerinnen und Schüler, die eben in der Lockdown-Phase nicht gute Bedingungen hatten, um mit dem Lernen voranzukommen. Das sind Themen, die man machen kann als Stadt, indem wir wirklich Zusatzangebote für Familien machen, in denen das mit dem Lernen nicht so einfach ist. Ein ganz anderes Thema ist, wie wir bei den Solo-Selbstständigen, bei den Kleinstunternehmen helfen. Dort haben wir in der Krise ja etwas getan, was natürlich nicht attraktiv ist. Wir haben gesagt, wir werden allen, die von ihrer Selbstständigkeit nicht leben können, unkonventionell, nicht auf Hartz-IV-Niveau, im Sinne von, man muss sozusagen alle Einkommensnachweise geben, und dann auch noch eine kleine Wohnung haben, bevor man überhaupt Hilfen zum Lebensunterhalt bekommt. Wir haben wirklich versucht, pragmatisch niedrigschwellig zu helfen, damit eben keine Existenz wirklich so unter Druck kommt. Aber das ist trotzdem so gekommen an vielen Stellen. Deswegen hoffe ich, dass wir mit unseren Corona-Soforthilfeschirmen an den richtigen Stellen Leuten helfen. Wir haben auch noch mal einen Härtefallfonds gemacht, weil es ja immer wieder Kriterien gibt, die dann für Einzelne doch nicht passen. Aus dem Härtefallfonds haben wir nochmal die Möglichkeit, ganz individuell dort zu helfen, wo alles durch den Raster gefallen ist. Aber das ist wirklich viel Kleinarbeit, an der die Wirtschaftsbehörde, unsere Investitions- und Förderbank, die Finanzbehörde arbeitet, dass wir da niemanden auf der Strecke lassen. Das ist einfach unser Anspruch. Vertrauen in die Politik, da muss ich jetzt mal im eigenen Interesse sagen. Es wird viel jetzt durcheinander argumentiert. Ja, es ist nicht alles bestens gelaufen. Aber dass wir jetzt in so eine Staatsversagen-Diskussion kommen, da muss ich mal sagen, also das ist mir eine Nummer zu weit. Wenn man Staatsversagen hat, dann sieht es anders aus. Das kann man an anderen Orten auf der Welt sich ansehen. Viele staatliche Funktionen konnten gut aufrechterhalten werden. Die Politik hat nicht alles richtig gemacht. Eindeutig. Ich finde auch, man muss das dann zuordnen. Es gibt Probleme, die sind im Bund schlecht gelaufen. Es gibt Dinge, die sind in Europa schlecht gelaufen. Und um Vertrauen herzustellen, muss man Transparenz darüber herstellen, wo die Probleme wirklich auch entstanden sind. Das hat was mit politischer Hygiene zu tun, dass man dann sich auch nicht scheut zu sagen, es ist jetzt nicht hanseatisch fein, aber man muss dann auch sagen, die Impfstoffbeschaffung, die ist nicht in Hamburg schiefgegangen. Und wer wissen will, wie wir die Impfung organisieren, der soll sich das im Impfzentrum gerne mal angucken. Da bekomme ich sehr, sehr viel positive Rückmeldungen. Ich glaube, Vertrauen schafft man durch Ehrlichkeit. Ich bin bereit, die Kritikpunkte zu nehmen, die uns in Hamburg betreffen. Aber ich bin auch so selbstbewusst zu sagen, bestimmte Themen, die reiche ich gerne mal weiter, denn nicht alles ist auf den unterschiedlichen Ebenen gleich schlecht gelaufen.
Meine Damen und Herren, Sie sehen bei solchen Veranstaltungen, es gibt immer sehr, sehr viele Einzelfragen und Einzelmeinungen zu allem. Das kennen wir, Herr Tschentscher und ich machen das relativ regelmäßig und wir bieten das auch immer wieder an. Sie können natürlich immer auch Ihrem Abgeordneten oder Ihrer Abgeordneten schreiben. Sie können den Senatorinnen und Senatoren schreiben. Wir leben in einer Demokratie, die aktiv teilnimmt und wo Sie ganz, ganz viel selber machen können. Ein Appell von meiner Seite vielleicht auch zum Schluss. Es ist immer schön, dass unsere gewählten Menschen dort diese Stadt leiten und führen. Aber es ist in der Krise auch immer an der Gesellschaft selbst, Dinge zu verändern. Also fassen Sie sich selbst auch ein Herz. Einige Dinge kann man als Gesellschaft nicht ändern, aber einige Dinge kann man verändern. Und dort mein Appell an Sie, nicht immer alles an der Politik abprallen zu lassen, sondern selber auch Dinge in die Hand zu nehmen, zu unterstützen und anderen Menschen zu helfen. Wahrscheinlich müssen wir noch zig solcher weiteren Veranstaltungen machen. Herr Tschentscher, wir haben über die Zukunft gesprochen. Die Zukunft ist sehr, sehr lang, unendlich. Vielen Dank dafür, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und bitte bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch diese wahrscheinlich doch relativ schwierigen nächsten Wochen. Dankeschön. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute. Bis bald mal. Auf.